So. Mann, weißt du, wenn ich im Cooper bin, dann müssen wir nie irgendwie ins Dock zurück oder so. Dem seine Schilde halten halt einfach. Da feuern drei Anacondas auf den und, die Schilde sind gerade bei 80%. Na, werden schon halten. Und bei mir so, eine Anaconda, Shields offline. Ich will mal festhalten, vorhin hat sogar eine ASP Explorer ausgedacht. Ja, da hatte ich auch, da waren meine Waffen auch relativ sinnfrei. Ja, das hat nicht so funktioniert. Ich möchte nach unten, bitte. Liebes Schiff. Nicht! Wieso fährst du die Waffen aus? Ich will testen. Fahr die Waffen ein! Na gut. Das sieht voll witzig aus. Ich finde das nicht lustig, wenn du in der Station die Waffen rausfährst. Da kommt nur so kurz die Kanone raus. Ah, okay, fährt wieder ein. Du warst gerade zu leise. Was? Du bist gerade zu leise. Ich hab nichts geändert. Aber bist du mega leise jetzt plötzlich? Keine Ahnung, ich habe nichts gemacht diesmal, wirklich nicht. Ja. Du bist wirklich mega leise. Um 50% bist du leiser jetzt. Ich habe nichts umgestellt bei mir. Warte mal, ist das Mikro runtergerutscht vielleicht? Ah, jetzt bist du wieder. Jetzt bist du wieder richtig. Ich hab's ein bisschen näher gemacht jetzt wieder, ja. So, Frameshift Drive. Los geht's. Oh Mann. Wenn ich sag, alles auffüllen. Wieso waren da so viele lila Ziele eigentlich auf meinem Scanner gerade? Keine Ahnung. Wieso waren die alle lila? Ach so, weil vielleicht befreundet? Ach nee, das wäre ja. Nee, das ist grün. Die waren lila. Ach, weil ich feindliche bin im Gebiet, kann das sein? Ich auch nicht. Multi-Crew-Sitzungsbericht, haben wir denn schon Kopfgeld? Ja, 260.000. 230.000. Das lohnt sich ultra. So, mache ich die Kanonen oder mache ich. Das Tolle ist, das, was wir mit dem Kopfgeld einnehmen, das entschädigt nicht mal ansatzweise. Was hättest du gern? Soll ich Kanone oder Fighter machen? Was ist denn dir lieber? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Du kannst mal Fighter machen, dann wir können ja wechseln. Ich mach mal Fighter, ja, das ist. Dann machen wir mehr Schaden eigentlich. Weiß ich nicht. Also ja, gut, weil wir ein zweites Ding jetzt haben, ja. Ob sie jetzt. Fighter deployed. Achso, du bist ja schon da. So. Fighter 3. Achso, kann ich ja nicht, weil du gerade im. Aber bin schon draußen. Bist. Ich höre es. Sieht aus wie ein Millennium-Falke übrigens auf meinem Menü, der Fighter. Warum kann ich den nicht absetzen? Jetzt, ja. Captain, oh Captain, was sind die Ziele? Everything! Fire on every... Da ist eine ASP-Scout. Fighter successfully deployed, Commander. Wo ist das? Sehe ich den nicht, was du... Warte mal. Manchmal sieht man nicht, was man markiert, aus irgendeinem komischen Grund. Ja, das ist irgendwie... Ach da. Aber das ist noch eine gute, die baut doch ab. Ja, stimmt. Was haben wir hier? ASP Explorer. Hier ist eine Python. Full Hardy, der ist bestimmt böse. 6 Kilometer in... Sauber, verdammt. Peggy Paul... was? Animus ist hier. Da, Peggy Pauline Little. Hört sich schon so gefährlich an. Ich fahr mal die Waffensysteme aus. Ist gesucht. Scan detected. Wen hast du anvisiert? Wo? Ach da. Ja, Peggy Pauline irgendwas. Python, ja, sehr gut. Du musst zuerst schießen, ich will keine Agro. Ja. Ich hoffe, ich feuere jetzt auch mit allem. Okay, oh Gott, das wird jetzt mega kompliziert. Okay, also ist nicht ganz so effektiv wie bei deinem Schiff, aber es funktioniert ansatzweise ein bisschen zumindest. Ja, ich mache ja hier den Hauptdamage. Verdammt. So. Hey, Gale, genau hinter ihm. So. Captain, ich verzeihe so geil mit deinen Schäden am gegnerischen Schiff. Das ist so geil mit deinen gelben Lasern hier. Das sieht so geil aus. Ups. So. Captain, ich habe die Clipper getroffen. Commander, Sie sind absolut inkompetent. Ah ja, Hitzeproblem. Jetzt war ich so. Da wird geschossen hier. Type Heavy. Da war noch ein Clipper. Ich will den Clipper. Type Heavy ist nicht böse. Wer ist denn da böse? Irgendjemand schießt da. Ach, hier, die ASP Explorer. Hier ist ein Clipper. Lass die Clipper machen. Ja, Clipper, klar, genau, am Arsch. Achso, warte mal. Du hast eine Anna geschafft, Mensch. Okay. Warte mal, noch nicht. Warte auf mein Torpedo. Na, das ist schon geil. Hey! Was, ey? Knapp, der Torpedo.
sieht er mich mit seinen Torpedos hier. Ich belächle deine Torpedos. Okay, das Energiemanagement ist echt ein bisschen schwierig. Miau, bumm. Captain, ich hab ihn gerannt. Ich trudel. Captain, was soll ich tun? Ich kann das Schiff nicht mehr bremsen. Wieso habe ich eigentlich Aggro von zwei Leuten plötzlich schon wieder? Kannst du das erklären? Siehst du das gerade bei mir? Ich seh nichts gerade. Ich bin hier gerade... Siehst du, ich schieß gerade einfach. Ich flieg gerade voll schnell im Kreis. Nee, sehe ich nicht. Aber meine Schilde sind offline schon wieder. So, was ist denn hier los? Ach ja, stimmt, weil du unter mir bist. Du greifst ja schon wieder den nächsten an. Was ist mit dir denn los? Das sind die Kanonen, die feuern automatisch. Jetzt weiß ich, was du meintest mit Kanonen. Ja, Hardcore, ey. Kleine Gnade hier, kleinen. Oh, oh, kaputt. Okay, es macht schon echt Spaß mit der Anaconda, vor allem wenn du die Schildzellen und die Kühlkörper hast. Ich fand das gerade mit meinem Jäger lustig. Ich hab mich so schnell gedreht, ey, wenn ich jetzt halt eine VR-Brille gehabt hätte, ich hätte fünfmal gespeit. Ah, schön. Förder Reindert. ASP Scout. Ist der böse? Nee. So, der hat schon so einen bösen Namen. Arnold André. Wo ist der denn? Der muss jetzt hier irgendwo sein. Da ist er. Hallo! 6 Kilometer entfernt. Wie heißt deine. So. Deine Tante? Weiß ich gar nicht. Ich kann mir den Namen nicht merken von ihr. Sehe ich das irgendwo? Warte mal, ich fliege jetzt episch an dir vorbei. Pio, Angriff! Das sieht so geil aus, wie so einen roten Triebwerken. Ja. Toll, bis ich übrigens da bin, ist der halt kaputt, weißt du? Das ist halt... Der André? Ja, ich schieß mal drauf. Dann kriegen wir wenigstens ein paar Punkte. Ich habe ihn wieder gerammt, Captain. Ach Mann, ey, ich mache nicht so viel Schaden hier mit meiner Corvette beim Rammen. Ach so, ja, komisch. Find ich auch. Also gut, ich mach schon deutlich mehr Damage und es funktioniert schon. Das ist übrigens geil, ich find's super, schaust, als würdest du ihn anpinkeln im Übrigen. Es fühlt sich auch so an irgendwie. Ich finde das mit einem Gelb, das ist aber echt cool. Ich stell's mir mit Grün auch geil vor, wenn du so ein... Star Wars Charakter, ja. Ja, genau. Ist deine Unterseite oder Oberseite hier? Nee, ist die Oberseite. Das weiß ich nicht. Oh, ich flieg ganz episch an dir vorbei. Ups, oder vielleicht auch nicht. Er ist gesucht hier. Ich feuer mal drauf. Also es macht schon mega viel Spaß, das muss man echt sagen. Es macht unglaublich viel Spaß mit Anaconda. Dümpelwerfer. Zum Glück habe ich da Geschütze. Die Geschütze, die Türme werden von den Dingern nicht beeinträchtigt, ne? Doch, eigentlich schon auch. Aber der hat gar keine Dümpelwerfer, oder zumindest nicht sehr starke anscheinend. So, komm her du. Ah doch, jetzt sehe ich es. Jetzt freuen sie auch überall querbeet, ja. Mann, ich kriege ihn aber auch gar nicht ins Visier. Jetzt. So. Also gut, die Waffen machen schon unglaublich viel Damage. Target is down. Ja, ich weiß, ich bin ziemlich gut. Wir fällt uns gerade, du hast so meine Feuergruppen umgestellt, ne? Nee. Ach so, doch, ja. Ich habe es ein bisschen besser gemacht. Dürftest du aber eigentlich gar nicht merken. Ja doch, weil nämlich mein Plasma-Beschleuniger ist nämlich auf den Mehrfachgeschützen jetzt. Ach so, ja, stimmt. Das kann nicht sein. Hier ist eine Cobra-Captain, darf ich feuern? Feuererlaubnis erteilt, Kommandant. Ich würde schon gerne wissen, wo sie ist. Oh. Hinterher! So. Kann ich jetzt eigentlich, warte mal, wenn ich jetzt nicht hier drauf... Captain, ich hab wieder gerannt. Hilfe, Captain, ich muss wieder... Ich spei mal kurz eine Runde. Machen Sie das. Aber bitte reinigen Sie danach meinen Stuhl. Ach so, du speist neben mir. Nein, Erlaubnis zum Speien verweigert. Alter, wie lange muss ich mich jetzt hier drehen zur Strafe, weil ich gerannt habe? Das dauert. Ohne Mist, das dauert. Das dauert manchmal eine Minute, bis du wieder normal bist. Ja, das ist ja abnormal. Also bei dem habe ich jetzt nicht viel... Oder hinten wird voll stark geballert. Das ist eine Python, die auf die geschossen wird, ja. Ja, aber ich glaube, die ist sogar die gute. Nee, oder? Die Python ist die böse. Okay, dann suchen wir. Dann schießen wir. Also dann. Bin schon dabei. Ich auch. Hey, ich habe mit dem Torpedo getroffen. Yay! Und hab's damit getötet. Geil! Hier ist ein Dreiergeschwader. Ach, die sind alle Schiffe so groß, ey. Ich freue mich auf die Eagles hier. Scheiß drauf.
Ja, da kann ich jetzt brillieren. Gegen deine Schiffe, da bin ich richtig. Habe ich die mit dem Torpedo jetzt getroffen oder nicht? Ich bin mir nicht. Ist denn die Schilde offline? Kommandant Cooper, was haben Sie getan? Ja, du hast sie provoziert und die haben mich kaputt gemacht. Aber es ist krass, dass der Fighter halt so Akku kriegt, ne? Ja. Gib mir die Kanonen. Ich bin schon an die Kanone. Ach ja, stimmt, weil du bist jetzt ja da, genau. Du kannst die dann sofort nehmen. Aber ich sehe irgendwie nicht die Munition und so. Irgendwann habe ich sie wirklich? Ja. Oder? Du feuerst gerade. Warte mal. Ja, feuerst du gerade? Doch. Ja, ich feuer. Ja, müsstest du haben. Alter Kinder, jetzt hör mal auf mich zu schießen hier bitte. Das ist nicht gut. Jetzt weiß ich übrigens, was du meintest mit der Anna, mit dem Fliegen und alles. Das ist nämlich echt krass, weil die gerade die Eagles, das ist so, die sind so mega wendig. Ja. Deswegen sind drei Eagles mit einer Anna auch eigentlich echt nervig. Ich habe schon wieder getroffen im Torpedo. Ey, ich bin so gut langsam. So. Ah, das war nicht so gut. Aber das funktioniert echt ganz gut mittlerweile. Wenn du so ein bisschen das Ziel dem folgst und das im richtigen Moment feuerst, dann kannst du echt unglaublich viel Damage machen. Feuerst du eigentlich gerade? Wir kriegen die Ziele kaum was ab. Ich feuer die ganze Zeit, aber irgendwie kommen die Geschütze gerade nicht hinterher. Das ist ein bisschen ätzend. Jetzt feuer ich wieder. Mein Fighter ist wieder wichtig. Ich nehme wieder den Fighter. So. Ja, Position wechseln. So, jetzt hast du wieder die Kontrolle über die Waffe. Ja, und schon funktioniert es wieder, wenn ich die Waffen kontrolliere. Jetzt geht's jetzt gerade wieder ultra runter. So. Weißt du schon drauf? Nee, ich bin ja gerade erst gestartet. Ich muss erstmal wieder. Okay, der eine ist kaputt, wo ist der andere Vogel? Der ballert ganz. Ah ja, da. Hab ihn. Schildzelle. Meine Schilde sind offline. Verdammt. Bitte mal drauf feuern, meine Schilde sind offline. Schon dabei. So. Okay, Schilde sind offline vom Gegner. Alle Waffen, Dauerfeuer! Oh oh. Echt cool, damit kannst du wirklich das mit starren Geschützen schießen üben. Ja, das stimmt. Das macht auch mehr Spaß mit den Torpedos, finde ich. Aber du musst halt gut sein, weil das ist gar nicht so einfach. Alter, ich mache alles auf Schilde gerade, wir müssen erstmal regenerieren. So, Alter, könntest du jetzt mal sterben, du blödes Mistding, das gibt's doch nicht. So, kaputt. So, geil. Und du klingst wieder Roboter-like. Ja, warte. Was ist denn da schon wieder los hier? So, besser? Ja, ne? Ja. Ist total komisch. 21 Friends. Hier ist noch ein Schiffi. Lass mal erstmal meine Schilde regenerieren, ganz kurz. Na gut. Gleich sind sie wieder online. Boah, das dauert ewig, bis die regenerieren. Jetzt sind sie online. So. Wen willst du? Na, ich bin jetzt wieder weggeflogen, keine Ahnung. Doch, habe ich noch ein Visier. 21 Friends da oben. Also da, wo ich gerade hergeflogen bin, wo der rote Streifen quasi ist mit einem Antriebding. Ja, jetzt ist er weg, aber... Sehe ich gar nicht, lustigerweise. Mike Acid ist hier noch. Ist ein Dreiergeschwader, oh Gott. Ja, genau, und hier ist aber auch ein... Ach nee, du bist jetzt in die andere Richtung geflogen anscheinend. Hä? Ich flieg doch genau in deine Richtung zu. Ach nee, du bist da oben jetzt, da bist du, ja. Naja, wir können auch bei dir unten kämpfen, ich kann auch zu dir kommen, ich bin ja schneller bei dir. Nee, ich hab den da oben markiert, der ist da bei dir da oben auch. Achso, ja gut. Der ist da hinten, da wo geschossen wird. Das ist stimmt, den hast du markiert. Das ist Zweiergeschwader. Hey, ich schieß mal ein bisschen auf ihn, dann kriegen wir noch ein Kopfgeld. Jo. Ach, er ist gleich kaputt. Okay, ich bin da. Feuer. Oh, das ging schnell. War leider nicht mein Verdienst. So, wer bist du? Irgendwo ist noch ein Gunship, den wir noch kaputt machen können. Federal Assault Ship ist hier. Oder sowas, ja. Folg mal deinen Laserpointern. Was? Impulse-Attack? Was? Willst du mich verarschen? Hör auf, mein Schiff zu angreifen. Ich glaube, es hackt.
Das ist, wenn die im letzten Moment dann so stehen bleiben, ist es echt fies, weil dann triffst du mit den Torpedos nicht mehr. Und die brauchen unglaublich viel Energie. Ja. Sag mal, ist jetzt mal gut hier mit deinen scheiß Torpedos. Ja, bitte mal drauf schießen, das wird total nett. Aber Hitzeprobleme, aber es geht nicht. Ja, der ist mega lästig gerade. Da ist er wieder so ein Schild im Alter. Also gleich sind sie weg. Ich feuer permanent drauf mit meinen Waffen. Ich mach bloß so wenig Hüllenschaden. So. Ich mache sehr wenig Hüllenschaden und ich kann die anderen Waffen nicht benutzen, weil wir auf der falschen Feuergruppe sind. Ich glaube, ich müsste diese großen Kanonen auch mehrfach Geschütze machen, oder? Damit ich die dauerhaft benutzen kann. Weil momentan habe ich das Problem, dass ich nicht benutzen kann, weil die auf der anderen Feuergruppe sind. Oder? Kannst du auch Kanonen machen. Ja, aber das Problem ist, du wirst ja eigentlich ja erst abfeuern, wenn die Schilde. Ja, aber anders geht's nicht. Also wenn ich alleine bin, geht's nicht anders. Weil dann müsste ich die Feuergruppe immer ändern. Naja, du kannst eine Feuergruppe machen mit allen Lasern und deinen Kanone und dann machst du noch eine Feuergruppe mit all deinen Lasern und den Mehrfachgeschützen und dann musst du halt immer, wenn du die Kanone abfeuern willst, switchen, aber die Laser ballern halt dann die ganze Zeit trotzdem. Boah, das klingt mega kompliziert. Es ist aber gar nicht so eigentlich. Also halt, du wechselst dann halt immer zwischen Mehrfachgeschütz und Kanone. Ach so, du meinst, dass ich zwischen Plasmabeschleuniger und Mehrfachgeschütz wechsle immer, oder wie? Ja, genau. Und du hast aber eigentlich zwei identische Feuergruppen. Nur einmal ist halt alle Laser plus Kanone, Plasmageschütz. Aber und müssen die Mehrfachgeschütze nicht automatisch feuern? Die sind doch Türme. Was? Turm? Mehrfach? Boah, keine Ahnung, wie es dann ist. Die müssten doch eigentlich dauerfeuern, oder nicht? Ja, aber das willst du ja eigentlich nicht. Du willst ja erst feuern, wenn die wirklich keine Schilde mehr haben. Das stimmt. Es kann sein, dass die dauerfeuern, ja. Aber ich sehe die hier auch nirgendwo. Vielleicht habe ich zu viele Dinge. Aber ich sehe nirgendwo diese Türme. Die sehe ich nirgendwo. Aber die habe ich, glaube ich, gerade rausgenommen. Ach stimmt, die feuern permanent. Ja, ich glaube, die feuern permanent. Hier ist ein Assault-Ship. Wo? Ich glaube, die feuern permanent. Das muss ich umbauen dann. Dann muss ich da Kardanische nehmen. Ja, hätte ich jetzt auch empfohlen. Weil momentan feuern sie permanent. Das ist doof. Da hast du recht. Der Bomo? Ja. Wo ist der denn? Ach, da oben. Alter, 7 Kilometer entfernt. Feuert schon mal drauf. Bis ich da bin, dauert das. Ja, warte mal, ich muss mal kurz. Der ist weg. Boah, das ist außerhalb meiner Sensorreichweite gerade. Ja, der ist außerhalb deiner Sensorreichweite. Der ist schon noch da. Meine Schilde laden sich echt so mega schwach auf gerade. Bin ich noch da? Ja. Okay, es hat gerade gehackelt, das Spiel. Da hinten sind eh noch voll viele, da ist auch ein Imperial Clipper. Ja, ich sehe ihn gerade. Eleanor Xanthe, Flying Dutchman. Ja. Mach mal platt. Ich schieße auch mal drauf, weil der wird eh schon angegriffen. Ich glaube, der hat gar keine Waffen, der schießt überhaupt nicht zurück. Okay. Ja, ich brauche noch ein bisschen, bin noch außer Reichweite. Doch, er hat Waffen. Oh shit, er hat ganz schöne Waffen. Oh nee, und ich drehe mich wieder. Ja, willkommen im Fighter-Dasein. Das ist nicht so einfach. Einfach wegboosten und hoffen, dass es sich beruhigt. Ach nö, ich bin gleich kaputt. Kann aber auch nichts machen. Ja, das ist doch kacke. Ja, das ist. Danke, dass du meinen Fighter zerstört hast. Ja, mach ich doch gern. Ich nehme mal Elenas. Oder wie die heißt. Ja, ist deine Frau. Ich habe keine Ahnung. Ich kann mir den Namen nicht merken von ihr. Die hast du ja nicht mal ausgesendet, ey. Habe ich nicht? Ach nee, die ist kaputt gegangen. Habe ich vergessen, die ist kaputt gegangen. Komm mal jetzt mit Multikanonen, ist mir eh lieber. Überhitzt dir nichts wenigstens. Machst du schön langsam ratatatatatata. Und ich mach deutlich Höhenschaden. Toll, der Torpedo ist haarscharf an ihm vorbeigezogen. Aber wirklich haarscharf. Er wird sich gerade gefreut haben. Ja, ausgewichen. Das Geile ist, ich höre das Mehrfachgeschütz irgendwie gar nicht zu feuern. Das höre ich gar nicht, dass es feuert. Das wahrscheinlich feuert es auch gar nicht. Der Winkel passt da noch oder so. Nee, bei dir feuert gerade kein Mehrfachgeschütz. Doch, jetzt feuert's. Jetzt halt, ja.
So. Okay, ich muss echt die Ingenieure machen mit der Energieverteilung. Das ist nämlich echt ätzend gerade. Weil ich einfach keine Energie für die Waffensysteme habe. Meine Schilde sind gleich offline, sonst müssen mich verarschen. Bist du schon kaputt? Genau richtig, weil es so. Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Tralalalala. Habe ich eigentlich ein Cargo? Ja, ich habe einen Frachtgreifer. Nee, habe ich nicht. Ich habe keine Schildzelle mehr, auch keinen Kühlkörper mehr. Du musst halt oldschool regenerieren. Kannst ja gerade eh nicht regenerieren. Also Schildzelle funktioniert nur, wenn du noch Schilder hast übrigens. Ach so. Das ist aber doof, dass die Kühlkörper... Kann ich da mehr Kühlkörper reinbauen? Macht das Sinn? Nee, du kannst synthetisch welche herstellen, wenn du links mal guckst. Ach, bei Funktionen war... Nee, bei Inventar war das, ne? Synthese. Ja, Synthese und dann kannst du natürlich Kühlkörper herstellen. Aber das hilft dir ja auch nichts, wenn du keine Schildzellen mehr hast. Ja, ja, aber... Kühlkörper, hier. Einfache Leiter, Wärmeleitungsvorrichtung, nichts. Hast du mich gerade gerammt? Nein. Hast du mich gerade gerammt? Hier alles gespatzelt gerade! Nein, Quatsch. Nicht hochziehen, du stupst mich ja nur an. Hast du auf mich geschossen? Nein! Das ist gelb, das kann doch kein Schießen sein. Das muss ein Hast du gerade auf mich geschossen? Oh, da ist voll die Dellen hier, was ist denn hier los? Und nochmal, was? Ja, lustig, ich kann dich bemalen. Oh, schön, die sind da. Jetzt geht's nicht mehr. Das sieht ja cool aus, da hast echt voll die Dellen drin. Ey. Ich glaube, es hackt. Das ist ja Mobbing, ist das. Ich glaube, es hackt. Also, dein Schiff hat ein paar Dellen oben. Ja, ich wundere mich, ich frage mich nur, wo die herkommen. Ich auch. Der ist sauber. Es ist unfassbar. Hier ist ein Gesuchter. Weg ist er. Adam Bane, wo ist der denn? Oh, Meteor. Ja, das solltest du nicht dagegen fliegen. Da ist eine Python irgendwo. Ist die feindlich? Nee, nicht mal gerade irgendwas. Adam Bane. Ihn weg. Ja, er ist gesucht. Ich feuer mal auf ihn. Nee, nicht so. Da. Da hinten, da wo es feuert gerade. Du solltest übrigens nicht feuern, wenn du noch so sau weit weg bist, weil Laser verlieren Schaden auf Distanz. Macht Sinn. Also lieber erst feuern, wenn du wirklich nah dran bist. Für den maximalen Effekt. Toll, ich krieg Heat Damage, was sehr schön ist. Weil ich keine Kühlkörper mehr habe. Ja, aber sehr nicht viel wahrscheinlich. Was das Tolle an der Python ist? Die ist genauso langsam wie die Anna, das heißt, ich kann mit meinen Torpedos die viel besser treffen. Eigentlich ist sie nicht langsam, aber er fliegt gerade ziemlich dämlich. Ja, was ich gut finde, aber dann kann ich besser zielen. Ja. Auf ihn. So. Okay, das mit dem Mehrfachgeschütz checke ich aber noch nicht ganz, wann das feuert. Die sind an der Seite bei dir, glaube ich. Also die feuern, glaube ich, nur, wenn der Gegner irgendwie seitlich ist. Hinten ist ein Gunship. Wo? Wie heißt der denn? Ist ein Sauberer, aber der wird angegriffen von einem anderen. Der Bomo, den wollte ich vorhin abknallen. Ja. Den habe ich vorhin schon gesucht. Also uns entkommen. Ah, die Condor ist echt ein cooleres Schiff als... Was? Sieht auch viel cooler aus. Och man, warum hat denn da ein Totenkopfspinne drauf, ey? Du meinst die Corvette? Na, die Condor als die Taipan, der Fighter. Ach so. Der Taipan war das mit diesem komischen Plasmageschütz, ne? Ja. Ich finde die Condor cooler. Ja. Ist toll, dass meine Geschütze feiern schon das Ballern an, von Weitem, sobald sie in Reichweite sind, finde ich sehr gut. Ja, aber wahrscheinlich, wenn ich Feuer, schießen sie auch gleich automatisch drauf. Ja, genau, richtig. Echt cool ist, habe ich immer Backup quasi. Ja, also ich musste echt ein bisschen, keine Ahnung, ich musste echt ein bisschen mit den Waffen noch ein bisschen spielen dann. Ich stelle übrigens fest, dass mit den Waffen es ganz gut funktioniert, wenn ich die Torpedos nicht einsetze. Wenn ich diese Plasma-Dinger einsetze, die saugen unglaublich viel Energie. Ja, Plasma verbraucht auch recht viel. Da wird geschossen gerade noch. Da hinten wird geschossen. Hier ist auch noch ein Doofus. Zweiergeschwader gesucht. Das schwirrt die ganze Zeit um dich rum, aber... Dann lass die mal abknallen. ASP-Scope, was sind der? Ah, eine Förderlens, cool. Warte mal, hier ist eine Förderlens.
Matt Hill. Können wir erstmal die Platt machen hier? Nee, mach erstmal die Förderlands. Wo ist denn die Förderlands? Hier, ach, hier neben Matt dir. Hill. Wo ist der? Da, warte mal. Stopp. Ich probiere was. Hat getroffen. Nee, bei mir ist es vorbeigeflogen. Echt? Bin wieder getroffen. Ich hab aber kaum Schilder abgezogen und so. Also, ich glaube, du warst nicht getroffen. Ha, komisch. Man kann auch einfach wieder so ein Instanzenthema sein, das bei mir anders aussieht als bei dir. Ja, weiß ich nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob ich getroffen habe. Ich dachte, ich habe getroffen. Warte mal, nochmal. Jetzt hab ich vorbeigeschossen. Ja. Oh, oh. Weißt du, warum ich mal Angst habe? Wenn du so Geschütze hast und dann hast du jemanden, der Düppelwerfer einsetzt und dann feuern die Schiffe überall hin und dann fliegen irgendwelche anderen Schiffe rein. Dann denke ich mir so, oh, bitte nicht. Ja, das stimmt. Das hast du leider auch nicht mehr in der Hand, weil du nicht einfach mal sagen kannst, jetzt schau ich mal auf zu schießen. Ja genau, die feuern halt einfach. Was prinzipiell nicht schlecht ist, aber... Ich glaube, wenn du mal irgendwann dann auch deine Antriebe geupgradet hast mit Ingenieuren und so, dann solltest du auf Kardanische wieder wechseln und nicht auf Geschütze. Weil dann wärst du auch wendiger und dann kannst du auch wieder leichter den Gegner ins Visier holen. Meine Schilde sind offline übrigens. Ey. Ich meine, die Hülle hält noch, den kriegen wir noch platt hier, aber dann müssen wir zurück. Du hast den Schildgenerator dir geholt, oder? Den A. Ja. Jetzt dann. Ich hab aber die Gegner stärker. 80% Hülle. Könnten wir mal auf den Fighter bitte schießen, der mich gerade angreift? Das wäre super. Ja, Matt Hill, ich bin dran. 78% Hülle noch. Entspannt, Junge. Mein Schiff kostet 36 Millionen Euro Versicherung, glaube ich. Euro vor allem. Ah, und du hast noch einen Haufen Geld auf der Kante. Und du kannst dir sehr schnell auch wieder Geld holen. Also, da ja, aber ich möchte mein Schiff ungern, dass es hier gleich wieder geschrottet wird. Meine Pferderelle ist übrigens noch nie kaputt gegangen. Ja, toll! Ich mach mal Düppelwerfer, vielleicht stört das ja auch seine Systeme ein bisschen. Oh, das wäre schön, danke! Aber ich glaube, das geht nur im Zielsystem. Ich habe von zwei Schiffen geschossen, sehe ich gerade. Glaube ich. Bin mir nicht sicher. Nee, glaub nicht. Ach nee, die feuern auf irgendwas anderes hier. Das ist eine Anaconda, die gerade feuert, glaube ich, auf was irgendwas anderes. Oh geil, die machen wir gleich als nächstes. Ja, meine Schilde sind gleich wieder aufgeladen. Aber wir müssen erstmal den hier platt kriegen. Ja, Schilde mache ich leider nicht so viel Schaden. Ich mache lieber Hülle-Schaden. So, Schilde habe ich wieder, aber... Oh, der mit seinem Doppelwerfen geht mir so auf den Keks. So. Gut, was ist das? Ruckler. So, jetzt. Mann, ey. War das noch? Du wirst noch voll... Ah, ne, er schießt noch volle Kanne auf dich, oder? Ja. Er schießt immer noch, ja. Ich habe immer so ein Glück, dass die Anaconda, die es gesucht ist, im Zweiergeschwader. Wer ist der Zweite im Geschwader? Ich such's gerade. Eine ASP-Scout. Die gerade keine Schilder hat. Mach mal erstmal den Clipper, der schon fast kaputt ist. Den kleinen. Ja, wobei, nee, nutz mal mal aus, dass die gerade alle auf. Ja, der ist aber gleich kaputt, okay. Ich schieß mal mit auf den Clipper. Ich seh ihn gerade nicht mehr. Hey, da ist eine Anaconda ohne Schilde fast. Ja, die gehört ja zum Geschwader dazu. Die gehört zur ASP-Scout. Achso. Ja, okay, warte mal, der hat gerade wieder Schild. Ja, okay, Anaconda, ja. Aber warte, lass mich erstmal ranfliegen, sonst wird das nichts. Ich bin außer Reichweite. Schnee, oder ist er jetzt kaputt? So. Oh gut, die Clipper macht sich wacker. Bist du fertig? Ah, ich greif mal an. Ich bin gleich da. Jetzt bin ich da. So, auf die Anaconda, ne? Oh shit, die haben gerade die Clipper kaputt gemacht. Ja, ich schieße an, auf die Anaconda gehört. So. Ups. Okay, die Anaconda ist gleich platt. Das passt. Das kriegen wir hin. Ja, lecker. Ein paar Schilde habe ich ja trotzdem. Okay, meine Schilde sind offline. Finde ich geil. Ja, aber ist kaputt. Aber die Anaconda ist platt. Es muss noch die Scout platt gemacht werden. Wo ist die? Sehe ich nicht. Hinter dir. Oder jetzt über dir. Ja, ich sehe es gerade. So, okay, das geht aber schnell. Also manchmal geht das sau schnell mit denen, manchmal dauert das ewig. Ah, du hast halt sehr viel Laser und wenn die wahrscheinlich eine Hülle oder sich auf Laserabwehr spezialisiert haben, dann... Habe ich ein Problem dann. Ja. Aber wie machst du das dann? Oh, das ich habe die Laser nur zum Schilder wegschmelzen und der Rest ist bei mir alles Mehrfachgeschütze. Mhm.
Wobei gegen kleine Schiffe auch ich mit den Lasern, also du siehst halt immer nur die Laser bei mir, aber ich habe eigentlich, ich glaube, 5 Mehrfachgeschütze. Aber wäre es nicht sinnvoller, wenn ich dann von den Impulslasern weggehe und, sag ich mal, den alles auf Dingens gehe? Auf Geschütze dann und dann den Rest nur auf, keine Ahnung? Also so ausbalanciert, dass ich mehr Mehrfachgeschütze habe als Dinge, weil Schilde kriege ich relativ zügig doch mit den großen Geschützen dann weg, oder? Ja, die Devise ist halt, du brauchst eine Waffe, mit der du relativ zügig die Schilde wegschmelzen kannst. Also mit Mehrfachgeschützen kriegst du Schilde nur sehr schwer weg. Ja, das ist ja klar. Das kriegst du am besten mit Lasern weg. Und deswegen brauchst du, also du kannst natürlich auch deine Torpedo-Waffe da, dein Ding, kannst du auch austauschen gegen einen großen Strahlenlaser und schauen, also dann hast du halt so wie ich, hast halt statt 2 nur eine, aber kannst genauso Schilde dann wegbrennen und dann... Den Rest dann einfach mit Mehrfachgeschützen, oder? Also 2 Laser vielleicht noch, 2 Impulslaser noch und den halt mit der Laserkanone und dann den Rest halt... Du läufst ja. Mich an. Juhu! Oh nein, er rammt mich. Nein.